ist am 23. April 1982 gegründet worden und 10 Jahre danach, also wir sprechen dann von 1992, zum ersten Mal aufgetreten. Und zwar im Rheinischen Landestheater in Neuss. Und wer war die Vorgruppe? Nun, ich selbst. Und nur ich selbst. So, ich bin die sogenannte Vorgruppe. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Werner Kammer. Wohnhaft hier in Neuss. Und ich werde mein erstes Lied spielen. Ich bin nervös. Am Anfang war es ein bisschen geklimper, mittlerweile schon etwas professioneller und heute noch mehr, weil heute werden sie von 3 Freunden unterstützt und das sind schon professionelle Musiker im Vergleich zu den 3. Aber lasst euch überraschen, das ist schon top. So, jetzt spielt noch ein kleines Stück. Ich hoffe, es klingt mir jetzt besser. Saloon.
heißt Norbert Braun. Doch der ist zu blöd, um ein Pferd zu klauen. Danke, denn das haut ihn aus den Schuhen. Drum bin ich ja auch mit Heinz hier im Saloon. Erste Textkrise. Ich habe einen Freund, der heißt Jochen Paul. Scheiße, der sitzt an der Bank in einem Faul. Ich stahl er beim Gerd, das lässt ihn nicht ruhen. Und jetzt kommt auch noch der Gerd in den Saloon. Ich habe einen Freund, noch einen, Gott sei Dank, aber nicht mehr, der heißt Winnie Unkel. Der ist nicht sehr helle, der ist eher dunkel. Der ist so beknackt und schenkt mir sein Pferd. Na, da scheiße ich doch auf Gerd. Ich hab wieder ein Pferd und ich heiße Frank. Und ich bin gesund, doch mein Pferd ist krank. Wie kann ich nur helfen? Was kann ich nur tun? Ich nehme es einfach mit in den Saloon. Der erste Auftritt, das war am 23. März 1992 im Rheinischen Landestheater. Und dann waren da noch andere dabei. Der Winnie Unkel am Schlagzeug, der Norbert Braun an den Keyboards, ich, der Jochen am Bass und natürlich Heinz, Gerd und Frank. Irgendwie war das so, dass... Vielleicht bin ich da auch der Einzige, ich weiß nicht. In meiner Wahrnehmung waren Heinz, Gerd und Frank immer Ernst Frosch. Und die anderen, das waren die Oberkellner. Und die waren immer nur live dabei. Und der Winnie Unkel und ich, wir waren live immer dabei. Bis auf einmal. Aber hast du nicht eine vergessen, die Vorgruppe? Jetzt war die so brillig auf. Die sehen doch komisch aus. Die sehen doch immer komisch aus. Dass eine Nummer ist von einer bekannten Rockgruppe. Ich sag nichts mehr. Sag doch mal was dazu, Frank. Die Leute wollen doch. Ich mag Kartoffelbrei, doch nur mit Apfelmus. Das ist leider aus, drum hab ich jetzt den Blues, but that's alright.
meinen Körper, doch der steht auf meinem Fuß. Das tut ziemlich weh, drum hab ich jetzt den Blues, but that's alright. Ich sag Baby, that's alright. Ich hab immer diese Probleme, die keinen interessieren, außer ich. Oder mir? Ein Risiko, dass sie wieder bewegen. Ich wollte gerade sagen, wenn das so weitergeht, jetzt kommt ein Lied, das geht garantiert in die Hose. Oh ja, ich sehe. Hast du das Gleiche? Das ist auch selten. Also wir sehen jetzt auf der rechten Seite Norbert Braun und Winnie Unkel. Winnie Unkel, Unkel oder Unkel? Unkel? Unkel mit L, mit L. Ein bisschen Rabatt. Versuchen zu dritt jetzt das Akkordeon zu bewegen. Wir hoffen damit noch heute Abend ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Und auf der linken Seite dieser Multi-Instrumentalist Heinz Kessler, Heinz The Harp. Kessler eigentlich sonst, aber heute mit dem Gürteltier. Ein chinesisches Gürteltier, das, wenn man es am Bauch krabbelt, macht es Musik. Ich spiele zwei Akkorde auf diesem Instrument. Das ist sehr schwierig. Irgendwelche Fragen? Ich erkläre das Gerät nachher nochmal, es dauert jetzt zu lange. Es ist äußerste Konzentration, es kann sein, dass es mal schief geht. Aber ich mache das mit dem Risiko jetzt nicht mehr, weil das ja mich betrifft. Risikotaste gedrückt. Ich bin unheimlich traurig, ich bin echt deprimiert. Ich fühl mich so beschissen, so richtig unrasiert. Ich werf mich vor die Eisenbahn oder vor den Bus. Ich könnte mich auch vergiften, auf jeden Fall ist Schluss. Hey! Ich hoffe, ich geh ins Wasser. Den Text habe ich 2 Minuten vorher bekommen. Und wie sollte ich den lernen in der Zeit? Das ging gar nicht. Und zwar stockfinster auf der Bühne. Das hat man so kaum was. Das nächste Stück spielt in Krefeld. Ich werde dafür einen kleinen Effekt vorbereiten. Achtung, Konzentration. Bernd Ackermann, der berühmte Bernd Ackermann. Es handelt sich um Schritte im Regen. Was?
Ein Mann geht im Kreis und sucht seinen Wagen. Den hat er hier geparkt vor ein paar Tagen. Doch jetzt ist er weg, nicht der Mann, sondern der Wagen. Ich erkläre es dir nochmal, denn sonst gibt es wieder Fragen. Also der Wagen, der ist fort und er war silbergrau. Und das Schiebedach, das war offen und jetzt regnet es wie Sau. Ein Mann geht durch den Regen, immer noch im Kreis. Er sucht einen silbergrauen Wagen, wie mittlerweile jeder weiß. Und im Wagen sitzt ein Hamster und es regnet, das ist schlecht. Denn das Schiebedach, das war offen und ein Hamster ist kein Hecht. Und der Mann biegt um die Ecke, 100 Mal war er schon hier. Und da sieht er seinen Wagen und das geliebte Nagetier. Gott sei Dank, weil ich das wieder zugemacht. Ich glaube, das haben wir nicht verstanden. Ich glaube, er hat gesagt, Gott sei Dank. Ich habe das Schiebedach doch zugemacht. Wunderbar, Bernd Ackermann, Bernd Ackermann. Jetzt darf ich ein weiteres Bonbon ankündigen. Paris, die eigentliche Hauptstadt Frankreichs. François Baudler und Robert Brühl. Ah, oui, mon cap. Da freuen wir uns schon den ganzen Abend drauf. Bonjour. Je sais que les roses sont bronzées, mais je sais que les bleus sont bleus, ça fait rien, on est soit qui mal y pense. Et monsieur Norbert Brühl, mon ami, le clavier, très beau, très bien. Comment est le texte de Paris? Paris, merci. Paris, Paris ist nicht das Paradies. Es ist die Hauptstadt von Frankreich. Oh no. Das Paradies. Ich war da. Ich kann's mir glauben, ich habe es gesehen. Da ist ja selbst Dienstlaken noch schöner, obwohl Dienstlaken ist auch kein Paradies. Es ist nicht mal die Hauptstadt von Frankreich. Was Paris nun mal ist. Dennoch. Das Paradies. Oh no. Auf keinen Fall, niemals. Merci.
1995 waren wir in Düsseldorf im Theaterhaus. Das Theaterhaus gibt es leider nicht mehr. Ob das einen mit dem anderen zu tun hat, man weiß es nicht. Ich sehe keine Person hier. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Nein, der Winnie! Grüß dich. Ich grüße auch den Klaus und ich grüße auch den Jean-Jacques. Und alle, die ich noch kenne. So, wir haben jetzt 8:08, wir sind schon verdammt spät dran. Ich werde mich beeilen. So. Fangen wir mit dem ersten Stück an. Es ist ein kleines Stück. Ganz kurz, dauert maximal, glaube ich, 20 Sekunden. Und zwar heißt das Stück Flug, bekannt von der CD, der neuen CD. Da ist es auch drauf. So. Für das nächste Lied haben wir die beiden weltberühmten Choreografen Gerd Hauser und Heinz Kessler dazu bringen können, eine Ausdruckstanz-Choreografie zu erarbeiten, die dem Ganzen ein bisschen mehr Schmiss und Pep verleihen soll. Es handelt sich um ein Protestlied. Bitte fragen.
ja jetzt nämlich Schluss mit lustig. Und ich muss ein bisschen betroffen jetzt reden, das ist im Grunde nicht am besten. Wir haben ein klitzekleines Lied gemacht über die Hilflosigkeit, über die von der unschuldigen kleinen Tierchen. Die Kreaturen in dieser schönen unteren Welt, weil es heißt immer nur weg da, weg da, weg, wir haben keine Zeit. Nein, bei uns haben wir Zeit für die kleinen Viecher. Wir wollen das ändern. Da seid ihr schon. Zu lange haben wir geschwiegen. Wir rütteln auf. Aber ich singe jetzt wieder Deutsch. Schau davon die blinden Fenster in dem leeren, dunklen Haus. Und davor die alte Ulme, die sah auch schon besser aus. Sieh die Pfütze auf dem Pflaster, sieh die Menschen voller Hast. Sieh das Pflaster in der Pfütze, es ist von Hansaplast. Sieh davon den blinden Bettler mit dem tauben blinden Hund und den stummen tauben Züchter, der den Hund ohne Grund. Schau mal da, der dicke Dackel mit dem Schaum vor dem Mund, mit der Räude und der Staupe, dieser Hund ist nicht gesund. Und da, der dünne Rentner, der da an dem Dackel hängt, der mit seiner Zigarette seinen Schlafanzug versenkt. Sieh davon das kleine Mädchen, das so furchtbar traurig schaut, weil der dünne alte Rentner seinen dicken Dackel haut. Muss das denn sein, diese Hundequälerei? Polizei, wir geben ein Zeichen, wir setzen uns ein, und wer bei uns mitmacht, der hebt ein Bein. Sieh den alten Aston Martin, der nur auf zwei Töpfen läuft und auf 100 Kilometer 25 Liter säuft. Sieh den Mops auf der Kreuzung, er hat Karies und Gicht. Doch der Mann im Aston Martin, der sieht ihn leider nicht. Sieh den süßen kleinen Welpen, der die Dampfwalze anbellt, doch die Walze, sie fährt weiter, weil sie nicht für Welpen hält. Muss das denn sein, diese Hundequälerei? Überall auf der Welt fährt man Hunde zu Brei. Wir geben ein Zeichen, wir setzen uns ein, und wer bei uns mitmacht, der hebe ein Bein. Wir haben die Straßen von unseren Hunden nur geliehen. Erst wenn der letzte Hund überfahren worden ist, werdet ihr merken, dass man Katzen nicht essen kann. Wir geben ein Zeichen, wir setzen uns ein, und wer bei uns mitmacht, der hebe ein Bein. Ich habe ein kleines Instrument mitgebracht. Vorher möchte
ich dir eine Frage stellen. Was ist schlimmer als eine Blockflöte? Heinz. Vier Blockflöte. Was das dann? Es handelt sich um einen Pudelsack, ein altes englisches Instrument. Aus der Vorhaut von einem Königspudel gemacht. Eines mit dem gegerbten Fell des gesamten Königspudels hergestellt. Deswegen auch die vier Flöten, da waren früher die Beine dran. Dass das so dem liegt. Das ist natürlich nicht aus einem Königspudel gemacht. Wo werden wir sowas tun können? Das ist selbst gebaut aus einem Müllsack und vier Walt Disney Blockflöten, die der alte Walt Disney noch selber geschnitzt hat. Und zwei Darmrohren aus dem Kragen, genau. Ich lebe nicht, wofür sie normalerweise gebraucht werden. Und da drehst du rein. Ja, und du wirst dazu singen. Moment, wie geht das? Wir haben es nie geprobt, deswegen ist es das. Wenn der mal nicht reißt. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr es bereuen werdet, nicht zu Pat Metheny heute Abend gegangen zu sein. Ich muss es echt aufpusten, das kann einfach nicht dauern. Am Sack, der Sack. Weichei bläst. Blas Weichei. Das ist, bitte, ein altes englisches Volkslied. Das Mikrofon was runter, sonst hört man die Spülflöte nicht. Und das geht ja nicht, der halbe Genuss. Wieder flapp, gleich die Katze dann immer mal. Dieses Jahr, Ende September,
fahr ich mit edlem Traum an die Elfenbeinküste. Wenn das Moni wüsste, Kokosnüsse.
Sandrina, io ce lo sape dell'amore. No! Wie kommen die kleinen Bärchen aus der Tüte?
Warum gibt es keine Brombeerbärchen? So, gibt es eigentlich Gummibärchen? Bärchen? Ja. Warum gibt es keine blauen? Liegt's daran, dass sie sich nicht trauen? Kleines Gummibärchen, lauf! Lauf um dein Leben, verpackt! Renn so schnell du kannst! Sonst bleibst du hier noch leben! Wahrscheinlich verklebt es mir jetzt die Flöte! Das wolltet ihr ja nur! Ich tu es trotzdem! Gummibär, ich hab dich fest in meiner Hand. Jetzt das Köpfchen ab. Kleines Gummibärchen, lauf. Laufe um dein Leben. Renn so schnell du kannst. Sonst bleibst du hier noch leben. Aua! Das Unkel, ich lasse immer wieder, bind es an, bind es aus, Post! Ist es für uns? Kannst, sonst bleibst du hier noch leben. Wie sagt so etwas bei dir? Dankeschön für eure Mitwirkung. Antenne Lissloff, weißt du noch was? Nee, weiß ich nicht von. Jochen weiß von nichts. Nein. Er war aber auch mal. Ja. Was war dein Lieblingsstück, Jochen? Lieblingsstück? Ich hatte auch keins. Gut, danach dürft ihr erstmal ein bisschen Pause machen. Der zweite Teil wird dann auch nicht so lang. Hoffe ich zumindest. Also so, 3 Stunden Pause, wie muss denn sein? Ne? Es gibt auch Gummibärchen in der Pause zu kaufen. Das Funk für 6 Mark. Für Silberpflücker. Also ist jetzt ein Rocknerlied. Muss die Haare aufmachen, ne? Muss wahrscheinlich viele sehen. Georgette, kommt dann nochmal. Oh. Ja, ich war mal Mitglied bei der Kelly-Familie. Petra Kelly. Oh, nee, nee. Würde ich jetzt sagen. Ich teile, weil die kommen ja immer dubios um, wenn sie dann von denen weg. Also. Gut. Grace Kelly, Petra Kelly, Jim Kelly. Dancing in the Rain. Der bist du. Den kommst du die ganze Zeit so bekannt. Ja. Ja. Und mit den langen Haaren. Das. Hans Meiter gehört auch dazu, aber der nennt sich nicht Kelly, weil der hat Angst vorm Attentat. Schnell das letzte Lied, bevor es ganz entgleist. Wieder mal ein Lied über Fische. Das ist ja originell. Das sind angesichts all dieser Klischen. Eines Tages kriegen wir noch Fische am Kopf. Mal den Teufel nicht an die Wand. Geht das? Zwei Guppies und einen Schleierschwanz. Die Guppies, die sind Erwin und der Schleierschwanz. Sie sind sich ja bepackt mit Fischen, weil die gehen immer ein. Dort. Die Schatzwein näher und Fische und die leuchten in der Nacht. Doch die können nicht schlafen und das hat sie umgebracht. Hatte mal Schaden, ne? Da gingen die Skalade baden. Der Föhn fiel ins Aquarium. Machte nix, ne? War der Wels für immer stumm. Dann glaubte ich den Sack.
Wagen war schon eine Zitteraal, doch der Marsch war groß im Becken und der Aal viel ins Regal. Jetzt hab ich ne Moräne, doch Tabletten helfen nicht. Ich würd sie gerne füttern, doch ich trau mich nicht. Denn ich bin Fischen. Hab alles keinen Zweck. Zum Beispiel hab ich Algenschneckenpilze, zwei Pflanzen und einen Stein. Und jetzt kommen wir jetzt etwas Lustigem. Etwas ganz Lustiges dazu. Also, brauchen wir ein bisschen Vorstellungsvermögen von eurer Seite. Ich hoffe, das funktioniert. Ihr müsst die Augen schließen. Und schon seht ihr vor euch einen kleinen Wald. Nee. Eine Lichtung. Nee. Schau mal genau hin. Das war ein Specht. Das war die Tür von eben wieder. Im Wald gibt es keine Tür. Da gibt es einen Kuckuck. Ein Frosch. Ja, ein Frosch. Ganz besonders. Ja, ein Frosch. Ein Hasen mit einem Handy. Das ist nicht für dich. Wie jemand anders. Nicht geplant. Da kommt auch schon das Unkel mit dem Zelt. Das ist nämlich ein Lied über Camping. Sehr schön, wenig. Wie gefällt es euch hier? Ja, das ist ein Idyll, das ist ein Idyll, das ist ein Idyll, ja, ja. Das ist wahnsinnig schön hier, Heinz. Das ist ein Idyll. Guck mal, das ist Frosch. Im Ernst? Ja. Im Ernst hat er gesagt. Frosch, ja. Ich wusste das gar nicht. Ja. Du wolltest es so haben. Ich denke, wir sollten anfangen. Welche Tonart? Es ist eine von den... Leben. Achso. Eine von den kostspieligen Tonarten. Vom Aussterben bedrohte Tonart, höre ich gerade. Ja, bau doch mal auf hier. Was ist denn? Fang an. Bau das Zelt auf. Klack. Wie dunkel wird jetzt das Zelt aufbauen? Das Unkel. Feiern. Sehr schön, Männer. Jetzt hast du es aber mal, ne? Drei Bremsen im Zelt und eine im Wagen. Wir haben den totalen Karawan. Viel Korn steht auf dem Feld und viele sind im Magen. Jetzt dürfen wir nicht weiterfahren. Ein Campingplatz ist eine gute Zeltanlage. Zelt ist Geld, geht auch hier. Wir leben vom Pfand in den Mund, die Männer von unserem Schlage, und unsere Hirse ist voller Bier. Zelten, Zelten in den Bergen oder an der See. Zelten, Zelten, aber mit Fernseher und chemischem WC, das muss sein. Im Sand, der nur ein richtig aufgebautes Zelt zählt. Man geht sich auf die Nerven, man geht sich auch zur Hand. Ja, ja, das kennt jeder, wenn diese Welt fehlt.
und im grauen Vorzelt stellt sich die Frage, gibt es Leben nach dem Ton? Als Mann von Zelt sagst du mit Imprägniergehabe, wir werden sehen, mein Sohn. Zelten, Zelten, mit Hütchen und gebügeltem Hemd. Zelten, Zelten, mit Bildzeitung und Kühlelement. Yeah. Zelten, Zelten, mit der Bundesliga im Radio. Radio. Zelten, Zelten, und großem Hallo auf dem Klo. Hallo, hallo, Zelten, Zelten, der Nachbar uns macht immer ans Zelt. Zelten, Zelten, und nachts kann man nicht schlafen, weil er bellt. Zelten, Zelten, ein Kind schreit laut und deutlich um halb acht. Zelten, Zelten, und nebenan wird gerade ein neues gemacht. Ich bin derjenige gewesen, der dafür immer so Platten angeschleppt hat, die wir dann gecovert haben. Mhm. Wirfen wir mal den Pickel rauf. Ist ja eigentlich von Mitch Ryder, heißt jetzt Fix. Ja. Der Schammer trägt mein Stallmann Zelt. Das tut er nur für ganz viel Geld. Der Mannsmann ruft, der Eiger schreit. Doch man hört sie nicht, denn sie sind so weit. Die ersten 100 Meter im Dauerlauf. Und da müssen wir nur noch den Berg hinauf. Mit Haken und Hülsen und Zwieback im Sack. Die Jungen wir mal den Pickel rauf. Yeti geht, man weiß nie, wo der Yeti steht.
lächelt. Ohne Sauerstoff auf den Everest. Weil, oh Mensch, Reinhold, komm nicht wieder, das steht fest. War das Großkonzert im legendären Furter Hof. Es war das erste Mal, dass wir ein Plakat im Dieter 2 hatten. Mein Vorprogramm ist ganz kurz, es dauert nur 3 Minuten maximal. Ich versuche das Ganze zu kürzen, vielleicht auf 2-3 Stunden. So, ja, Applaus, das ist nicht so schön. So, und zwar das erste Stück heißt Santa Cruz. Und Santa Cruz liegt auf La Palma. So. Und zwar heißt das Stück Coming Home. In Anlehnung an Miles Davis. Ja. Hätte ich was mit? Schiss gehabt. Und da habe ich dann gedacht, oh mein Gott, wie schön ist, doch, ist es doch zu fliegen. So. Das ist ganz kurz.
Register ziehen. Ernst Frosch und die originalen Oberkellner. Und ich bitte die jetzt auf die Bühne und denke auch, die kriegen auch Applaus. Dankeschön. Hast du Bernd Ackermann gehört? Es war irgendwie unheimlich, als wenn Miles Davis tatsächlich selber da gewesen wäre. Blasphemie, Blasphemie. Miles away, würde ich sagen. Meine Herren, seid ihr alle da? Tatsächlich. Erstaunlich, jedenfalls noch gar nicht da. Das Unkel sitzt heute so tief, man sieht es kaum. Wollt ihr das Unkel sehen? Das ist gut. Ja, seine Aerobikübungen wieder mal. Ich schwitze ja jetzt schon auf der Oberlippe, ekelhaft. Fang an, ich kann das nicht so machen.
Und wir hatten unseren legendären Chor dabei, die Four Flops. Möchte jemand ein Mandelhörnchen? Gerne. Oh ja, danke. Mandelhörnchen. Was auch immer. War noch irgendwas anders? Das war übrigens eine von den Four Flops gerade, ne? Oh, die war sogar. Nee. Und da waren noch dabei Christiane Groß, richtig? Mhm. Nicole Vogt und schwer. Jo Sun Kang. Es ist eine alte Chanson von Paul Bocuse in einer deutschen Bearbeitung von Alfred Biolek. Und wir haben natürlich wieder unseren musikalischen Einheitsbrei draus gemacht. Guckt euch doch die armen Würstchen an. Es wird eintopfmäßig wie immer. Das Lied heißt Petersilie und handelt natürlich von dem gleichen Menschen.
falschen Dampfer. He's dressed to dill. Okay, ich bin hier still. Obwohl, einen hab ich noch. Estragon with Winch. Rosmarins Baby. Drei Fuß Thymian. Das mal gut geht. Das geht wieder in die Hose. Das ganz nicht gut. Eben erst noch geprobt. Keiner weiß, wer anfängt. Das ist typisch diese Band. Das kann jetzt noch eine Stunde dauern oder so. Was erwartet man hier auch? Vielleicht trinkt ihr zwischendurch was. Ich hab mir grad eine Nido gekauft, nördlich von Hammerfest. 81 Grad, 12 Minuten Nord, 76 Grad, 50 West, gut vernarrt. Es hat Eisbahnanschluss und Polarenergie, hat einen Südbalkon und einen Pool. Ich hab dem Makler sofort zugesagt, denn für den Preis ist die Wohnung echt cool. Ein Eigenheim aus Eis. Es hat eine gute Bausubstanz und alles ganz in Weiß. The girls! Alles ganz in Weiß. Ein eigener Iglu auf eigener Scholle, deine Nachbarn weit und breit. Ich muss auch niemals Rasen mähen, weil es ständig schneit. Weil es ständig schneit. Jetzt sagen Sie mal, entschuldigen Sie mal die dumme Frage, aber im Kaufvertrag ist hier von einem Südbalkon die Rede. Wo ist es denn? Der Südbalkon, der ist natürlich abgezaunt. Wir haben Hochsommerunterhalt. Also, der Keller. Da ist der Südbalkon reingeflossen und das friert bei der Temperatur sofort wieder zu. Man leuchtet ein. Nach diesem Gespräch bin ich ziemlich frustriert. Der Makler ist ein freier Bär. Die Fußbodenheizung darf ich auch nicht benutzen, weil sonst esse ich mit dem Estrich Bär. Beim Pinkeln friert mir der Hammer fest. Im Fernsehen ist immer nur Schnee. Und obendrein plag ich eine Erkältung an. Ich bin gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Gesundheit, junger Mann. Danke. Voll schnupft oder was? Ja. Sagt, Sie haben sich mal mit einer Mischung aus Robbensperma und Streusalz probiert. Das ist ein altes Hausmittel hier oben. Es hilft eigentlich immer. Aha. Ein eingeschneites Eigenheim. Ein Eigenheim aus Eis. Das mag eine gute Kapitalanlage sein, doch die Lage fordert ihren Preis. Was hat mich geritten, diesen Iglu zu kaufen? Warum nicht gleich eine Hühnerfarm? Ich kaufe lieber einen Tiroler Hut, der steht mir gut und hält mich warm. Steht ihm gut und hält ihn warm. Da hören Sie mich, hören Sie mal, da haben Sie mich aber ganz schön aufs Glatteis geführt mit dem Kauf, ne?
Jetzt aber mal halt lang, intuitiv würde ich sagen, sind ein bisschen Polaroid. Holla, holla, holla. Was, Polaroid wäre ich, ja? Intuitiv würde ich dir sagen. Das ist doch Schnee von gestern, was Sie da erzählen. Dass Sie die Frostbeulen fest wünschen Ihnen an den Hals, junger Mann. So was muss ich mir jetzt aber auch nicht sagen lassen. Von Ihnen, die eingeschlagene Einkaltbesitzer. Ich könnte mich beim Eis lecken, wisst ihr das? Sie können mich beim Eis lecken. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Rahmen der Polaroid. Aber einen Eisbachstock. Das muss ich mir nicht bieten. Unverschämt, ich höre auf hier. Oh, scheiße. Aber okay. Feierabend, Schuss, Ende, das ist aus. Unter diesen Bedingungen arbeite ich auch nicht weiter. Weiter geht es mit einem Lied über Fischstäbchen. Hoffentlich zumindest. Hoffentlich weiß es der Winnie. Ein etwas stimmungsvolleres. Ja.
jetzt war Schluss mit lustig hier, jetzt wird wieder was Trauriges gemacht, und zwar eine Hymne. Den Aal zeige ich dir gleich, Froschi. Wenn der dir den Aal zeigt, dann ist aber ich Martinus am Netz. Ja, du hast ja auch Pech mit Fischen. Seid ihr eigentlich wieder alle da? Unsere kleine Band hat sich gerade aufgelöst. Das macht nichts. Und dort war der Tom. Tagtäglich den Fairnessen des Lebens die Stirn bieten und die durch ihren unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen allen Versuchungen trotzend ihr Schicksal meistern. Ja, also auch für euch. Da ist ein Mann, der schafft mit seinen Händen, der nicht verzagt und der auf Gott vertraut, dem die Familie seine Kraft gibt, um den Ackermann, um den Acker zu bestellen. Und er weiß, er hat nicht auf Sand gebaut. Da ist ein Huhn auf der Stange und legt Eier. Fragt nicht warum und wofür und nicht nach Geld. Dieses Huhn tut seine Pflicht, kennt keinen Urlaub, kein Vergnügen und leistet seinen Beitrag für die Welt. Da ist ein Schaf, das spielt begnadet Bratsche. In seiner Seele wohnt der Sonnenschein. Und es strebt nicht nach Gold, nicht nach Ruhm und Abenteuern. Nein, es spielt aus Liebe, denn sein Herz ist rein. Freund, wenn du mich jetzt fragst, mein Freund, ob dieses Lied all denen gewidmet ist, die tagtäglich den Fairnessen des Lebens die Stirn bieten, dann sage ich dir ja. Ja, aber es ist auch ein Lied für die, die durch ihren unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen, allen Versuchen und Trotzen, ein Schicksal meistern. Steht dir besser als das Euterkäppchen.
Das ist ja auch nicht schwierig. Mit dem Zelt kommen wir, glaube ich, hier heute nicht hin, ne? Das zieht mir die Augenbrauen nach oben heute ab. Hast du gesehen? Ich hab jetzt das Friseur, ja. Was? Ich hab nur was? Sagen, ich höre nicht. Was wird? Geht's los? Ihr müsst mir Zeichen geben. Winken oder was? Rauchzeichen! Das war das Stichwort. Rauchzeichen! Hier kommt die Rauchzeichen. Passt doch gar nicht. Hab ich jetzt verstanden. Wie Junkel ist wieder aufgetaucht. Ich würde ohne Fernsehen eingehen,
Schatz, wenn's dir nicht passt, du kannst ja rein. Noch eine letzte Bitte, wo du doch gerade stehst, schalt doch mal eben um. Moment, mir fällt gerade ein, ich würde lieber doch satt eins sehen. Danke, Schatz. Das war sehr lieb, du kannst jetzt heimgehen. Das Bild so scharf, der Ton so klar, auch der Kontrast ist wunderbar. Empfang ist gut, die Farben toll, alle Kanäle brechen voll. Und da willst du spazieren gehen. Selten so wenig Fehler gemacht. Dankeschön. Und nochmal auf die Bühne. Die Four Flops von Jochen Paul und Gerd Hauser und Heinz Kessler und Peter Hummel und Jochen Paul. Hörst du die U-Bahn? Sie kommt auf uns zu. Tammy, Tammy, was machen wir nun? Kamele? Ein Lied, das die Gefahren des Rauchens preist. Pack die Camel-Packung ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann gehen wir heimlich rauchen. Gelbe Finger, rauer Hals, wenn's die Mami sieht, da knallt's. Komm, wir ziehen jetzt einen durch. Welches von diesen Rock'n'Roll, welche von den Rock'n'Roll-Versionen war die beste? Rock'n'Roll ist toll, meine ich. Welche von den Rock'n'Roll-Versionen, welche von den Rock'n'Roll ist toll-Versionen war denn die beste? Genau, es gab nämlich noch das Ende des Rock'n'Roll, aber Rock'n'Roll ist toll war ja das kurze. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde schwanken zwischen der 96er Futterhof-Version und der 93er Theaterhaus-Version, ehrlich gesagt. Aber wir haben nur die 96er Futterhof-Version auf Band, aber aus 92 dann wieder, die müsste man dagegen halten. Also es gibt eine gewisse Entwicklung bei diesem. Das können wir ja machen. Können wir machen, genau. Rock'n'Roll ist voll! Das war's auch schon, Dankeschön! One, two, three! Rock'n'Roll ist voll! Ja, das war das Lied. Blues hat Hand und Fuß. Blues hat Hand und Fuß. Yeah! All right! Blues hat Hand und Fuß. Das ist eine Komposition von Jochen Paul. Von Jochen Paul. Was
war ja nicht alles schlecht in diesen Tagen. Wir hatten auch schöne Momente. Auf der Reeperbahn um 0.30 Uhr. Ob den Mähblast oder was weiß ich. Und Schluss. Aber wir bleiben in Europa. Und gehen von Paris nach Österreich. Österreich. Grüß Gott, Herr Kommerzienrat. Immer noch in der Partei? Ja, das ist sie. Christian. Ja, küsse mal. Chill. Ja, singe mal. Singe mal. Singe mal was. Wie geht denn der Text? Ah ja. Jetzt singe mal. Jetzt singe ich mal. Wien, Wien, du nun allein. Du sollst die Hauptstadt von Österreich sein. Graz, Graz, du nicht. Es ist vorbei. Schade. Aber irgendwie auch nicht. Ich sing jetzt etwas, was niemand versteht. Sing's doch, sing's doch. Na hör jetzt, muss ich euch hier, das ist ihr Gebet. Ich glaub, das verstehen wir nicht. Ich sagte doch gleich, dass ihr das nicht versteht. Ich sang eben etwas, was niemand verstand. So halte doch endlich den Rand. Also, auf der Alm, da gibt's kein Salm. Oder auf die Dullie und in Schwäbisch Gmünd gibt's auch kein Salm. Oder auf die Dullie, aber a Sünd. Von Flugauf auf die. Also ich würde heute alles ganz anders machen. Ich singe vor, ihr singt nach. Klar. Das ist einfach. Alle, alle sind schon da. Alle, alle, alle. Danke. Vielen Dank. Und tschüss. Thank you.
Hafen, der sah nie ein Schiff, kein Schaf sah diesen Hafen. Denn dieser Hafen war geplant als scharfer Ladehafen. Kathmandu liegt bekanntlich hoch, kein Schiff kam je hinauf. Der Hafen, der ging leider pleite, jetzt steht er zum Verkauf. Der Leuchtturmwärter wurde entlassen, die Werft, die machte zu. Und draußen stehen die ganzen Schafe und machen Mu. Die Hafenbar im Himalaya hat zu bis Januar. Die Hafenbar in Kathmandu.